Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Engineers Live zusammen mit dem lieben Herrn Malz. Hallöchen. Und den lieben Herrn Sörlens. Lasst mich, ich bin gerade voll gefressen. Um es mal so zu nennen. Wir haben ein wenig die Kisten aufgeräumt und hier ein bisschen was sortiert. Wir haben jetzt hier vorne quasi uns so Kisten für allerlei Krimskrams, wo wir halt, wenn wir irgendwie vom Farm kommen oder so, erstmal alles reinschmeißen. Dann haben wir eine Kiste mit so Mob und Drops und ähnliches. Dann haben wir einmal, ja, so Erze, Ingots, Flint und all so ein Kram. Einmal ein bisschen Pflanzenzeug, alles was so mit Holz zu tun hat. Hier haben wir einmal alles was mit Essen zu tun hat und alles was mit Pflanzen zu tun hat. Hier so Blöcke-Kram. Das wird alles, muss alles noch geändert werden, sobald wir vernünftig Zeug haben, aber jetzt reicht es erstmal. Dann haben wir hier einmal alles so Werkzeuge, Rüstungen und sowas. Hier haben wir ein paar Blueprints von Immersive Engineering. Hier haben wir jede Menge Krimskrams. Hier haben wir alle Bücher und Blätter und sowas. Und hier oben noch Forestry. Die Frage ist nur, wie kriegen wir Wasser zu dem Feld, was ich gleich bauen werde? Das ist eine gute Frage. Ja gut, wir können auch hier irgendwie bisschen frei machen und den Wasserfall da nehmen. Ja, nee, das ist, da habe ich gar nicht dran gedacht gerade. Gibt's hier irgendwie Clay Bucket gab's doch, oder? Ja, nein, leider nicht. Doch, doch. Ach, müssen wir gießen. Ja, ach stimmt, das war das Problem. Stimmt, wir wollten ja eigentlich bei den Quests weitermachen. Ja, wir wollten Clay und sowas sammeln, eigentlich ursprünglich mal. Ja. So, aber ich werde mir jetzt noch mal so ein paar Sachen nehmen, was ich essen kann. Und dann werde ich mich mal voll essen. Mach das. Also im Endeffekt so ein bisschen Zeug hab ich zwischendurch schon mal gegessen beim Umräumen. Plant Fibers und Hemp Seeds gehören hier aber nicht mit rein. Das kann man nicht essen. Wo kann man denn noch mal seine Nutrition sehen? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. So, dann das Ding habe ich noch nicht gegessen. Korn noch nicht. Ich habe ganz schön viel noch gar nicht gegessen. Fällt mir gerade auf. Stimmt, es gibt die Lunchbox. Da kann man verschiedenes Essen reinpacken. Und das, was der gerade braucht, das nimmt er sich dann. Ah, okay. Ich weiß nicht, was die kostet. Stimmt, ich wollte noch eine andere Sache machen. Ah, ich habe zwei weitere Herzen. Eisenplatten. Ja, gut. Lass es. Ja. Schafft man leider noch nicht. So. Ich wollte einmal ein Buch brennen. Da kriegt man nämlich was Schönes dann raus. Ich schmeiße einfach mal Charcoal rein. Und zwar ein hübsches Buch. So, während das durchläuft, gehe ich nochmal kurz los, weil wir haben ja einen ganzen Haufen von diesem Pflanzenzeug jetzt bekommen. Das haben wir, sag ich jetzt mal nebenbei, ein bisschen gefarmt, weil wir, ja, ich glaube jetzt mittlerweile Stunde, anderthalb Pause gemacht haben eben. Weil wir halt jeder essen mussten und dann kam dies noch und das noch. Man kann einfach hier diese Windy Garden abklopfen. Stimmt, ihr könnt auch mal ganz kurz, für die, die die Folge nicht komplett gesehen haben letztes Mal. Wir haben euch gefragt, ob wir dieses ganze Dorf ausplündern und sowas, ob wir das onscreen machen sollen oder offscreen. Da könnt ihr uns gerne immer noch einmal, oder was heißt immer noch, könnt ihr uns lieben gerne ein paar Tipps geben, was ihr da meint, was euch lieber ist. Weil ich muss es jetzt nicht unbedingt zeigen, aber wenn das halt irgendwer sehen möchte, können wir es gerne zeigen. Darum geht's halt. So, man kann übrigens Eier kaputt schlagen. Dann hat man ein Raw Egg. Okay. Und das kann man dann sogar auch noch einschmelzen. Also, ich bring mal ein bisschen was mit. Fried Egg, bestimmt? Ja. Aha. Ich habe mal ein bisschen was mitgebracht. Und mit den Bienen müssen wir demnächst auch mal anfangen. Weil das wird halt Ewigkeiten dauern einfach. Ja, aber ich glaube, das ist erst ein paar Quests runter, oder? Ja, aber ich würde schon sagen, je nachdem, was wir damit machen müssen, dauert so 100 Stunden bestimmt. Brauchst nur so ein paar Sachen, glaube ich. Ja. Sort by Hunger? Nein, das ist falsch.
Ist das dies? Nein. Ich wollte eigentlich gerne hier was machen. So, einmal die Sachen alle wieder rein. Weil es gibt nämlich ein Foodbook, wo man sieht, was man gegessen hat. Ist das von Pams? Haben wir Pams drauf? Ja. Nee, das ist nicht von Pams. Es heißt Food Journal. Ja, glaube ich nämlich auch. Das baue ich gerade mal. So. So, und... Ja. Nee, das ist es nicht. Nee? Nee. Wie heißt denn das noch? Can craft food using the things you have in your inventory? Nein. Ach, Foodbook. Das ist es, glaube ich. Ach, da oben, ja. Foodbook, ja. Ja, ich glaube, das ist es. Eine Karotte haben wir doch sicherlich. Das ist mir nämlich recht wichtig zu bauen mal, damit... Ja, das ist es. Ja. Ich will's nicht. Nein, nein, ich schmeiß es wieder weg. Steht da zu viel drin? Also, ich habe 23 von 1456. Ja, das geht doch noch. 1456 verschiedene Sachen zum Essen. Ja, ja. Das geht noch. Easy. Das esse ich ja an einem Tag. Würde ich sogar fast glauben. Und ich bin wieder höchst produktiv, merke ich gerade. Ich bin tatsächlich produktiv. Ja, sei froh, ich nicht. Ich finde nur unseren Keller cool. So. Dann werde ich die Quests weitermachen. Viel Spaß. Wir brauchen Packing Tape. Das können wir jetzt sogar machen, fällt mir gerade auf. Wir haben jetzt ja Papier ohne Ende. Ja. Cool. Stimmt. Dann haben wir jetzt sogar Packing Tape. Ach, du Scheiße. Hier ist ein Creeper, mit der schießt diese Schalker-Viecher. Mit Levitation. Okay. Du kannst mir bestimmt mal helfen, oder? Nein. Danke. Ich bin produktiv. Wo bist du denn? Ach, da weißt du, was der als Effekt hat? Slowness und Schwäche. Okay. Au. Guck mal, da unten ist unser Feld. Ach, hast du da jetzt eins hingemacht? Ja, da war Wasser. Ja, okay. Reicht erstmal. Wie gesagt, jede Pflanze einmal anpflanzen reicht. Ja. Ach, an unknown problem occurred. Press Steuerung ja, I for more info. Das nervt einfach nur die Aussage. Ja, so, leider kann einmal man ein Raw Egg, einmal ein Cooked Egg. Zack. Was? Okay. Ich habe 10 von 10 Herzen dazu bekommen. Ich auch. Wow. Das kommt da raus. Alter. Ich scroll gerade mal durch, was es alles an Essenssachen gibt. 51 Seiten. Ja, ja. Okay. So, wir haben das fertig. Dann brauchen wir immer noch ein Gunpowder. Ein paar Drawer wollen wir machen. So, Reward. Kommt hier hin. Das kann man noch anpflanzen. Kartoffeln, Karotten und rote Beete, genau das war's. So. Ach, ich brauch Slaps. Hey, gab's nicht noch ein viertes Essen? Karotten, Kartoffeln, rote Beete? Du kannst alles anpflanzen. Ich meine von Minecraft normal. Vanilla. Weizen, Karotten, Kartoffeln und rote Beete. Ach schon, Weizen war's. Gut, habe ich auch. Ja, den Rest habe ich schon. Achso. So, die Sachen kommen hier auch alle weg. Genau, ich habe mir hier noch so einen Filtertopper hingemacht. Denn da kann man Gravel reinschmeißen und kriegt Flint garantiert raus. Den wollte ich nochmal kurz machen. Ich weiß, wir brauchen eine Saw dafür. Wir brauchen Eisen. Oder? Ja, wir brauchen Corner und Planks. Brauchen wir eine Saw für. Shit. Ah, was nehme ich denn? Schade. Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Was haben wir denn hier noch so Schönes?
das Ding. Und das Ding. Dafür brauche ich Spruce. Ich brauche Sticks und ich brauche welche davon. Hey, wenn man die Materialien hat, geht das echt schnell zu craften. Und wenn man eine Kistenordnung hat. Ja, das sowieso. Ich kann jedes Essen so sogar mehr als zweimal anpflanzen. Ich habe jetzt 6 oder 2. Ja, aber mach mal nur einmal. Ja, jetzt habe ich überall schon 2. Ja, gut. Wir brauchen noch 3-mal weiße Wolle. Das könnte kritisch werden. Wo ist denn ein Haus, was uns freiwillig Wolle gibt? Also, ach, stimmt, wir haben hier. Ja, wir plündern ja nicht. Wir haben nur Nachbarn, die uns freiwillig ihre Sachen geben. So, du wolltest doch immer schon mal einen neuen Eingang haben. Also, geht zwar ins Nichts raus, aber passt schon. Und wir brauchen eigentlich unbedingt nochmal ein neues Ding hier. Neuen Eingang. Ja. So, dann ein Bett. Ich bin ja echt produktiv gerade. Ein Adventure Backpack. Können wir sogar auch bauen. Muss ich nur wieder Wolle für mopsen. Also, ich meine natürlich legal benutzen. Ausleihen. Ja, genau, ausleihen. Geben wir alles zurück. Ja, irgendwann, wenn wir ausziehen. Gute Einstellung. Das steht immer bei dem Essen dabei, Nutrition Value. Ja. Ich mag, also ich finde es eigentlich ganz... Nö. Weiß ja eigentlich, ja gut, ist nicht wie im echten Leben, da kannst du eigentlich immer das gleiche essen, aber... Im echten Leben, ja. Auch nicht mehr sehen. Ja, gut, im echten Leben hast du aber irgendwann dann Mangelerscheinung. Ja. Hast du jetzt alles einmal angepflanzt schon? Ja, auch 2-mal. Das heißt, ich kann an sich alles einmal essen? Du darfst gerne alles einmal essen, was noch da ist. Okay. Aber wir müssen unbedingt schauen, dass wir Pam vorwärts kommen. Ja, die Küche irgendwie bauen bald. Genau. Aber dafür brauchen wir halt erstmal Eisen. Du hast 11 Quests gemacht? Ah ne, kann man abholen. Ja. Ich habe noch ein Bett gemacht. Ah. Hä? Task complete? Ich habe ein Task complete, irgendwas mit einem Oak Bookshelf. Ja, habe ich gerade bekommen. Achso. Ey, das ist auch buggy ohne Ende. Ja. Und auch ganz viele komische andere Sachen gerade. Ja, wir brauchen Clay. Das könntest du mal sammeln. Was gibt's denn noch so? Ja, Gunpowder, wir brauchen. Was? So. Damit ich auch weiß, wo ich hin muss. Ja, damit du nicht immer gegen die geschlossene Tür läufst. Ey, das finde ich aber cool. Von welcher Mod war das? Von Bibliocraft? Keine Ahnung. Sein. Ah, okay. If you right-click them on an inventory, it will automatically fill them with a variety of foods from that inventory. Chosen somewhat intelligently based on purpose, bla bla bla. And if you eat lunchbox back, it will intelligently choose the best food to eat from it. Ah, wir haben eine Billigvariante davon schon. Ach, mit Papier? Ja, soll ich dir auch eine machen? Aber die muss man immer wieder neu craften, oder? Weiß ich nicht. Warum droppen denn die Tiere hier so viel? Vielleicht hochgedreht. Ein Schaf hat gerade 3 Wolle gedroppt. Ich sammle mal ein bisschen Clay, wenn ich was finde. Ja, ich bräuchte auch Strings ohne Ende, also Hanf. Was kriegen wir daraus? Daraus würden wir ein bisschen Kleinkram kriegen. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, das zu benutzen. Weißt du, wo wir sind? Ah, ne, wir waren ja hier noch nicht erkunden. Ne. Ist ja alles Neuland für uns. Ha! ich nehme mal ein bisschen Bone Meal, was wir haben, und werde mal Hanf hochziehen. Mach mal. Daraus haben wir halt auch wieder Seeds. Hier, Seide. Ich habe zwar das End gerade gefunden, aber naja, gut. Wie hast du das denn geschafft? Ich bin gerade irgendwo runtergeflogen und hier ist das Cave vom End, oder? Nee. Das ist ein anderes Dungeon. Ja. Okay. Ich mache mir mal einen Marker hier, da können wir mal hingehen. Ja.
Hast du überhaupt Hanf angepflanzt? Ja. Müsste irgendwo sicher? Vorne erste Reihe sein, ja. Ich finde das nicht. Super, hier ist auch Clay. Doch, Hanf. Carrot? Ah ne, Hanfseeds habe ich gar nicht angepflanzt. Flachs hast du angepflanzt. Stimmt. Ich weiß nicht, ob Flachs dafür auch geht. Gut, das ist der Clay. Ach, ich kann auch Animal. Ach, eins der Clay. Ja, ich bin hier runtergeflogen. Ich bin hier runtergeflogen, hier ist ein riesen Clay-Ader in der Höhle. Ach stimmt, wir haben Weinmeiner, oder? Ja, aber kann ich ja nicht abfarmen. Ich muss es ja, ah, ja, da war ja was. Ich habe eine Schaufel. Ah, okay. Potion Crate. So. Ich habe gerade Potion of Learning bekommen. Von extra Alchemiki. Dann brauche ich einmal einen Weizen und eine Frucht. Ich komme hier nie wieder raus. Haha. So, Nummer 1. Nummer 2. Also ich mache heute echt gut Fortschritt bei den Quests. Ja. Ja, ich brauche 4 Strings. Hemp. Ja, ich brauche Hanf. Ich nehme mal 4 Stück. Kann man noch mehr extra Hungerbalken kriegen? Ich habe irgendwie das Gefühl nicht. Weil wir nicht ausgewogen essen. Deswegen verlieren wir das so schnell. Ich meine extra Herzen. Nö, 10 Stück ist das Maximum. So, okay. Also okay. Steht zumindest so im Buch drin, also würde ich davon ausgehen. Na gut, dann ist das Buch lügt nie. Ganz genau. Okay. Was denn? Ja, ich habe einen Errungenschaft bekommen, mehr nicht. Hä? Oh. Ja, nur. Hä? Ich habe noch ein Dorf gefunden. Hemp Fiber? Oh nein, ich brauche einen Milestone dafür. Ich nehme mal gleich noch ein bisschen Sand und Gravel mit, weil wir wollen ja noch die Schmelze bauen. Ganz genau. Aber ich würde erst mal sagen, Fingers zugeklappt, lasst Kommentar, Bewertung da, etc. Bis zur nächsten Folge, wo ich ein bisschen weiter mit den Quests mache und wenn Tom schnell genug da ist, wir mit Smeltry weitermachen. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.